Ich glaube, hätte der Trojan Angst vor ihm.
Ich kann nicht. Du wirst das für mich tun, Margot. Du weißt, dass du das für mich tun willst. Und morgen werde ich unter dem Muslinschleier dir einen Blick zu werfen. Margot, ich werde dich ansehen. Ansehen, ich werde dir zahlen. Sieh mich an, Margot. Sieh mich an, ach wie gut. Du weißt, was du tun willst und was ich dich bitte. Wie du es weißt. Ich weiß, du bist das du. Sagen, Prinzessin. Wo ist sie? Ist sie Kinder der Lust ihrer Augen, die gestanden hat vor uns gemalten Männern?
Prinzessin! Nach Syrien sich gab. Wo ist sie, die sich den jungen Männern der Ägypter gegeben hat, die in feinen Leinen und Hyazinthen für Steinen prangen, deren Schilde von Gold sind und die Leiber wie Riesen. Es heißt ja auch, mit ihrer Greue und mit ihrer Blutschande. Auf dass sie die Worte dessen vernehme, ehe dem Herrn die Wiege bereitet. Und ihre und wenn sie gleich nicht bereut, heißt sie hier kommen, denn die Geißel des Herrn ist in seiner Hand. Ist wirklich. Schrecklich. Mein bitte, Prinzessin, ich bitte euch. Meine Augen sind von allem das Schrecklichste. Sie sind wie die schwarzen Höhlen, wo die Drachen hausen. Sie sind wie schwarze Seen, aus denen ihr es möglich lang geht. Dass noch einmal sprechen wird. Ich sehe, Prinzessin, ich bitte euch, bleib nicht hier. Wie abgezehrt er ist Prinzessin! Ich bin nur ein Mann!
Gesicht mit einem Schleier, streue Asche auf deinen Kopf, mach dich auf in die Wüste. Er ist wie ein übertünchtes Gras.
Tochter Babylons, Tochter Sodoms. Niemals. Ich will in den Land. Thank you.
Nach Polen zu. Wie
ein betrunkenes Weib, hast du mein Betrunken. Nein, der Mond ist wie der Mond, das ist alles, wir wollen hineingehen. Ich will hierbleiben, Manasse, leg Teppich hierher, zünde Fackeln an, ich will noch ein mit meinen Gästen trinken. Ich bin im Blut getreten, das ist ein böses Zeichen. Warum ist hier Blut und dieser Tote? Wer ist dieser Tote hier? Wer ist dieser Tote? Ich will ihn nicht sehen. Es ist unser Hauptmann, Herr. Ich erließ keinen Befehl, dass er getötet werde. Er hat sich selbst getötet. Herr, das scheint mir seltsam, der junge Syrer, er war sehr schön, ich erinnere mich, ich sah seine schmachtenden Augen, wenn er Salome ansah, fort mit ihm, es ist kein Tier. Es weht ein Wind, weht nicht ein Wind. Nein, es weht kein Wind. Ich sage euch, es weht ein Wind und in der Luft hör ich etwas wie das Rauschen von welchen Fliegen. Hört ihr es nicht? Ich höre nichts. Jetzt höre ich es nicht mehr. Aber ich habe es gehört, es war das Wehen des Windes. Es ist vorüber. Horch, hört es nicht. Das Rauschen von welchen Fliegen. Du bist krank, wir wollen hineingehen. Ich bin nicht krank, aber deine Tochter ist krank. Ich habe dir gesagt, du sollst sie nicht ansehen. Hängt mir Wein ein. Salome, komm, trink Wein mit mir, einen köstlichen Wein. Sie das Elf hat ihn mir geschickt. Hörst du, wie sie mir antwortet? Diese deine Tochter! Sie hat recht, warum starrst du sie immer an? Ich greife Früchte! Salome, komm! Hilf mit mir von diesen Früchten! Den Abdruck deiner kleinen weißen Zähne nur ein wenig ab, nur ein wenig von dieser Frucht. Dann will ich essen, was übrig ist. Ich bin nicht hungrig, Tetrarch. Du siehst, wie du diese deine Tochter erzogen hast. Meine Tochter und ich stammen aus königlichem Blut. Dein Vater, was von dir, Treiber? Dein Vater war ein Dieb und ein Räuber und obendrein. Salome, komm, setz dich zu mir. Du sollst das Getrun deiner Mutter sitzen. Ich
Herz winkt mir. Was wünscht dich denn? Ich habe es vergessen. Ich erinnere mich. Überdies ist ein sehr großer Prophet. Ich glaube nicht an Propheten, aber du hast Angst vor ihm. Ich habe vor niemandem Angst. Ich sage dir, du hast Angst vor ihm. Warum lieferst du ihn nicht den Juden aus, die seit Monaten nach ihm schreien? Wahrhaftig, Herr, es wäre besser, ihn in unsere Hände zu geben. Genug davon. Ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann, er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit die Propheten Elias erwähnt, man Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut. In unseren Tagen zeigt sich Gott nicht, Gott verbirgt sich. Darum ist großes Übel über das Land gekommen. Großes Übel, in Wahrheit weiß niemand, ob Elias in der Tat Gott gesehen hat, möglicherweise war seine Schatten Gottes, was er sah. Gott ist zu keiner Zeit verborgen, er zeigt sich zu allen Zeiten und an allen Orten. Gott ist im Schlimmen ebenso wie im Guten. Du solltest das nicht sagen, es ist eine sehr gefährliche Lehre aus Alexandria. Und die Griechen sind frei. Niemand kann sagen, wie Gott wirkt. Seine Wege sind sehr dunkel. Wir können nur unser Haupt unter seinen Willen beugen, denn Gott ist sehr stark. Du sollst die Wahrheit, wir fahren, Gott ist sehr stark. Aber was diesen Menschen angeht, der hat Gott nie gesehen, seit die Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Die Wahrheit weiß niemand, er hat der Letzte, er hat der Letzte, der Gott von Angesicht hat Angesicht geschaut. In unserer Tage zeigt ihn Gott nicht, Gott er hat zeigt sich zu. Er hat alles sehr gefragt, er hat alles sehr gefragt, er hat alles sehr gefragt, er hat Hochzeit in Galiläa hat
hast einen Eid geschworen, der Trast. Ich habe einen Eid geschworen. Meine Tochter tanze nicht. Und werf die Hälfte meines Königreichs. Du wirst schön sein als Königin, unermesslich schön. Ah, es ist kalt hier. Es weht ein eisiger Wind und ich höre, warum höre ich in der Luft dieses Rauschen von Flügeln? Ah, es ist doch so, als ob ein ungeheurer schwarzer Vogel über der Terrasse schwebte. Warum kann ich ihn nicht sehen, diesen Vogel? Dieses Rauschen ist schrecklich, es wird ein schneidender Wind. Aber nein, er ist nicht kalt, er ist heiß. Den Mantel los, schnell, schnell, mach mir den Mantel los. Doch nein, lass dich, dieser Kranz bricht sich, diese Rose sind wie Feuer. Ah, jetzt kann ich atmen, jetzt bin ich glücklich. Willst du für mich tanzen, Salome? Ich bin froh, wenn du für mich willst, für dich tanzen. Thank you.
am Herr, du sollst deinen Lohn haben. Ich will dich königlich belohnen. Ich will dir alles geben, was dein Herz begehrt. Was willst du haben? Sprich! Silberschüssel, gewiss doch, in einer Silberschüssel. Sie ist reizend, nicht, was ist, dass du in einer Silberschüssel haben möchtest? O süße, schöne Salome, du die Schöne ist, als alle Töchter Judäas. Was sollen sie dir in einer Silberschüssel bringen? Sag es mir, was es auch sein mag. Du solltest erhalten, meine Reichtümer gehören dir. Was ist es, das du haben möchtest, Salome? Salome! Den Kopf des Johannes!
meinen Ring genommen? Ich hatte einen Ring an meiner rechten Hand. Wer hat meinen Wein getrunken? Es war Wein in meinem Becher, aber mit Wein gefüllt. Es hat ihn jemand ausgetrunken. Oh, gewiss wird Unheil über einen kommen. Meine Tochter hat nichts getan. Ich bin sicher, es wird ein Unheil geschehen. Zu vernehmen. Ich höre nichts. Warum schreit er nicht, der Mann? Ach, wenn eine mich zu töten käme, ich würde schreien, ich würde mich wehren, ich würde es nicht dulden. Schlag zu, noch einmal, schlag zu, sag ich dir. Ich hörte etwas fallen. Es war das Schwert des Henkers. Er hat Angst, diese Sklave. Er hat das Schwert fallen lassen. Er traut sich nicht, ihn zu töten. Er ist eine Menge, diese Sklave. Schickt Soldaten hin. Aber du warst der Freund dieses Toten nicht. Wir fehlen deine Soldatin, da sind wir den Kopf, der sie hat.